Wenn Menschen mit Veränderungsprozessen zu kämpfen haben, dann sind Ängste häufig eine natürliche Reaktion darauf. Und wenn dann auch noch die Zukunft unklar ist, dann bestärken diese Ängste immer, immer weiter. Und genau in diesem Strukturwandel-Diskussion im Rheinischen Revier können wir genau dies sehen. Menschen verlieren ihre Häuser, ihre Umgebung, aber auch ihre Arbeitsplätze. Und häufig sind ganze Identitäten irgendwie in der Frage, ob sie in Zukunft noch so sein können, wie sie jetzt sind. Unser ganzes Zusammenleben beruht auf wirtschaftlichen Kennzahlen. Deswegen kann es nicht funktionieren, rein den Strukturwandel vom Wirtschaftswachstum abzutrennen, sondern wir müssen alle gesamtgesellschaftlich darüber sprechen, woran möchten wir uns messen lassen und was sind für uns Erfolgsfaktoren, die wir gerne zugrunde legen wollen. Denn als gute Mitbestimmungsorgane sind wir immer dabei, wenn es um gute Arbeits- und Lebensbedingungen geht.